Clearheaded, Kapitel 14, Schwerkraft. Seit 30 Minuten liege ich in meinem Sitzsack und starre an die Decke. Ich spüre die Schwerkraft in jeglichem Muskel meines Körpers. Selten habe ich das Tippen als so anstrengend wahrgenommen. Seit einer Woche mache ich mir nicht mehr die Mühe aufzuräumen. Das ganze Chaos ist auf dem Boden verteilt. Es frustriert und erdrückt mich, aber ich habe keine Kraft aufzustehen. Mein Kopf ist auf eine seltsame Art und Weise leer. Es ist viel zu anstrengend, einen Gedanken zu Ende zu denken. Ich liege einfach nur da und obwohl nichts passiert, fühlt es sich an, als ob ich immer mehr an den Boden gedrückt werde. Einerseits könnte ich weinen, weil die Leere mich gleichzeitig zerreißt und zusammenhält. Andererseits ist allein die Vorstellung, jetzt zu weinen, viel zu schleppend und mühselig. Der Gedanke, wenn ich jetzt eine Flasche ansetzen würde, wäre sie in 2 Minuten leer, kam mir heute schon einige Male. Mir geht's nicht gut. Ich will, dass es aufhört, aber ich kann zum einen nicht beschreiben, was genau aufhören soll und ich weiß nicht, was stattdessen kommen sollte. Wie motiviert ich war, als ich geschrieben habe, ich würde mir vornehmen, täglich zum Sport zu gehen. Gestern konnte ich mich überwinden, aber nach einer Stunde wurde mir schlecht. Und jetzt kann ich nicht einmal aufstehen. Ich liege einfach nur da und wüsste nicht, in welcher Ecke meiner Erbärmlichkeit ich mein Selbstwertgefühl suchen sollte, denn in den Keller traue ich mich gar nicht erst. Die regelmäßigen Erschöpfungszustände lassen sich nicht mehr nur ab und an blicken, sondern kommen jetzt immer in Begleitung. Hallo Depression! Du meinst, du hättest mir neulich schon gewunken? Aber ich habe dich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich fühle mich so, als wäre ich zu nichts zu gebrauchen. Ich bin nicht einmal in der Lage, eine Diskussion zu führen. Ich bin momentan so übersensibel, dass ich auch nur die kleinste Anstrengung als Stresssituation wahrnehme und nichts dagegen tun kann, als mich in eine Panikattacke hineinzusteigern. Ich schäme mich für absolut alles und ich weiß nicht einmal wem gegenüber. Wenn ich die Texte noch einmal durchlese, ist mir peinlich, dass ich auch, wenn nur vor mir selbst, so viel von mir preisgebe. Ich fühle mich gestört und unnötig kompliziert und vor allem die Tatsache dumm, dass ich überhaupt meine Gefühle und Gedanken aufschreibe. Wenn ich in einem Dialog zum 2. Mal das gleiche Thema anspreche, weil ich noch etwas dazu zu sagen habe, ist mir das peinlich, weil die andere Person im Gegensatz zu mir schon mit dem Thema durch war, selbst wenn es sich um ganz banale Sachen handelt. Ich schäme mich für meine Unsicherheit und habe das Gefühl, dass ich nichts richtig machen kann. Es ist mir unangenehm, wenn ich unterstützend gemeinte Sätze wie "Alles wird gut" oder "Das ist normal, weil" höre, weil ich mich dann missverstanden fühle und ich schäme mich dafür, dass ich einfach nicht erklären kann, was in mir vorgeht. Ablehnung ist für mich unerträglich und ich versuche zu verstecken, dass ich mich selbst ablehne und das ist mir wiederum peinlich. Von anderen empfinde ich absolut alles als Ablehnung, sei es ein Themawechsel oder eine andere Meinung oder ein Schulterzucken. Ich schäme mich für jeden einzelnen Gefühlsausbruch und jeden einzelnen Zweifel und bin einerseits froh, dass niemand weiß, wie ich mich fühle, verurteile mich jedoch selbst dafür, dass ich mir insgeheim Verständnis wünsche. Hallo Sozialphobie! Du bist aber groß geworden. Jedes einzelne Mal, sobald ich nervös werde, setzen sich wieder die unsichtbaren Insekten auf meine Haut, stechen und krabbeln auf mir herum. Wenn ich danach schlage, ist da nichts, doch es fühlt sich so echt an. Und ich weiß ganz genau, dass die körperlichen Symptome alle schon weg sein müssten und jedes Mal, wenn ich mir dieses Gefühl einbilde, kommt die Angst hoch, es könnte echt sein und sobald sie da ist, kann sie sich nur steigern. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Angst oder die Frustration, die daraus folgt, dass ich mir physische Sachen einbilde, sobald ich mich in einer Stresssituation befinde, in Anbetracht dessen, dass ich momentan nicht anders kann, als überzureagieren. Ich will wieder normal sein. Mir wurde zwar schon immer nachgesagt, ich sei komisch und kompliziert, aber ich hatte nie psychosomatische Sinnestäuschungen. Und ich will das nicht mehr. Aber das dauert wohl noch etwas. Und mir macht Angst, dass ich absolut nicht einschätzen kann, wie lange. Kapitel 15. Besserung. 5 Wochen. Alles in allem geht es mir langsam konstant besser. Ich bin zwar immer noch labil, was emotionalen Stress angeht, depressiver und soziophober und bekomme schneller Panikattacken als vor dem Konsum, aber die Tage haben sich stabilisiert. Ich werde seit ungefähr 3 Wochen nicht mehr mit neuen Symptomen konfrontiert. Die psychischen Probleme, die ich jetzt habe, sind für mich nichts Neues und ein vollkommen anderes Thema. Da ich jetzt nüchtern bleiben will, habe ich nicht mehr so viel Möglichkeit, mich künstlich, zum Beispiel durch Alkohol, zu pushen, sodass ich mir selbst die Barrieren nehme, die ich habe und mir somit oft anerkannt lustiges, aber dreistes Verhalten erlaube, um mich selbst auf eine gewisse Art und Weise darzustellen und mich nicht so unsicher zu fühlen, wozu ich nüchtern zwar in der Lage wäre, mich jedoch selten getraut habe.
Die Eigenschaften, für die ich wollte, dass andere mich mögen, besitze ich auch nüchtern. Und muss ich diese immer vor mir hertragen, sodass andere dies direkt sehen und mir direkt diese Eigenschaften zuordnen können? Nein, muss ich nicht. Ich muss und kann die Art, wie andere Personen mich wahrnehmen, nicht manipulieren, nur weil ich mich gerne selbst so sehen würde. Letztendlich sehen Menschen sowieso nur das in einem, was sie sehen wollen. Genauso wie ich nur das in Menschen sehe, was ich sehen will, weil es mir gerade passt. Diese Einstellung macht es mir einfacher, mit Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt nicht, dass ich als cool wirken will nach dem Motto, mir ist egal, was andere über mich denken. Das ist es nicht. Es gibt immer Menschen, bei denen ich gut ankommen will, vor allem, wenn ich mit ihnen sympathisiere. Mein Selbstbewusstsein ist mittlerweile schon automatisch gespielt, aber im Inneren habe ich wie alle anderen auch extreme bis mittelextreme bis schwer extreme Unsicherheiten, die ich nüchtern viel mehr mitbekomme als in der Zeit, als ich nur high war. Aber dennoch geht es mir besser. Denn um diese mit einer kleinen Tablette herunterzuspülen, habe ich einen Preis gezahlt. Du büßt immer für deinen Konsum, mit deiner Intelligenz, mit deiner Psyche, mit deinem Aussehen, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Selbstwertgefühl, mit deiner Gesundheit, mit deiner Freiheit, mit deinem Willen. Man könnte sagen, du ersetzt deine Probleme durch ein anderes, aber das stimmt nicht. Du ersetzt deine Probleme nicht. Du versetzt dich in Zustände, in denen du einfach nicht mitkriegst, dass du sie noch extremer auslebst als vorher. Und ganz egal, wie toll du dich fühlst in dem Moment, in dem dir alle Hemmungen genommen werden oder das letzte Fünkchen Serotonin und Dopamin aus deinem Gehirn gedrückt wird, Drogen verschlimmern deine Probleme nur. Und ich zahle diesen Preis nicht mehr. Ich verurteile mich nicht mehr dafür, abhängig zu sein. Ich verstehe viel mehr davon, was um mich herum passiert und kann Situationen und Gespräche viel besser einordnen. Ich habe nicht mehr diese seltsame Gefühlsmischung im Sinne von, ich will diese Line ziehen, aber ich will sie nicht ziehen wollen. Ich bin fertig damit, eine Schattengestalt zu sein. Was mir abgesehen davon ein gutes Gefühl gibt, sind Aktivitäten, die körperlich anstrengend sind. Ich versuche mich wieder mehr mit Freunden, die nicht konsumieren, die ich aus den Augen verloren hatte, zu verabreden. Ich denke zwar immer noch an die Leute, mit denen ich zusammen konsumiert habe und habe mir neulich zweimal eine Schwäche erlaubt, indem ich a. den Typen, der meinen Tiefpunkt mitgekriegt hat, aus Kapitel Entscheidung, und b. ein Mädchen aus dem Freundeskreis, welches ich sehr sympathisch fand, angeschrieben habe. Den Typen habe ich angeschrieben, weil ich ihn trotz allem auch sympathisch fand und ich denke, dass wir uns gut verstehen könnten. Hier noch einmal zum Punkt, man sieht nur das in Menschen, was man sehen will. Und zum anderen, der letzte Eindruck, den ich vermittelt habe, sehr an meinem Ego und Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein kratzt und ich das nicht so stehen lassen wollte, indem ich mir selber die Chance geben wollte, mich von einer anderen Seite zu zeigen. Ja, ja, Anerkennungsprobleme, ich weiß. Keine Antwort, aber letztendlich habe ich mir einfach wieder erlaubt, mich selbst anzulügen, weil ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, ganz genau weiß, dass ich mich hier wieder selbst überschätze und jeglicher Kontakt zu früher das Potenzial hat, mich, wenn auch vielleicht nicht sofort, aber irgendwann in frühere Muster fallen zu lassen. Und ich wäre wirklich sehr dumm, wenn ich mich selbst in der Hinsicht provozieren würde. Mit dem Mädchen habe ich ein bisschen geschrieben, aber auch hier kann ich mich genauso äußern wie im Satz davor. Ich überlege ebenfalls, mein Studienfach zu wechseln. Mein jetziges hat mir sowieso nie wirklich gefallen. Ich habe jetzt tatsächlich die Chance auf einen Neuanfang, in dem mir nichts anderes übrig bleibt, als ich selbst zu sein. Da der Verzicht auf jegliches Rauschmittel eine dauerhafte Entscheidung ist, bin ich darauf angewiesen, ehrlich zu mir selbst zu sein. Ja, mir ist bewusst, dass ich mich hier wiederhole und im letzten Kapitel werde ich auch erklären, warum ich mich da mit diesem Satz noch einmal wiederholen werde.